Wir sind alle so ohnmächtig in der letzten Zeit und so vereinzelt, irgendwie einsam teilweise. Und wir kommen da so schlecht raus. Es zieht runter, wir sind isoliert und wir können nicht die Dinge tun, die wir eigentlich gerne tun wollen. Uns fehlt so viel an echter Lebenszeit, an Lebendigkeit, an Freude, an Kunst und Kultur und auch an Bildung und Wissen. Wenn ich sehe, wie viel weggefallen ist an Kulturangeboten, aber auch an Gesprächsangeboten und Möglichkeiten der Weiterbildung und der Selbstentwicklung und Selbstentfaltung zusammen mit anderen, das zieht runter. Und mich hat es selber ja auch runtergezogen, im letzten Jahr immer nur negativ zu kritisieren, sich abzusetzen von dem und das sich abzuarbeiten an dem, was einem nicht gefällt. Und da müssen wir raus. Und wir können da auch raus. Ja, ist ja schön und gut, sagen viele. Ist ja alles wahr, was du sagst. Sowieso. Aber was machen wir denn jetzt? Was machen wir mit deiner ganzen Kritik? Wo geht denn der Weg hin? Welche Wege können wir denn beschreiten? Wie können wir denn wieder ins Tun kommen? Und es ist nicht einfach, aber es geht. Die schönere Welt, die dein Herz kennt, ist möglich, sagt Charles Eisenstein. Und ich glaube, ein Teil dieser schöneren Welt muss es sein, dass wir Dinge zusammen machen. Dass wir zusammen wieder lernen und erfahren, was es heißt, zu lernen. Was es heißt, an Wissen teilzuhaben, sich Wissen anzueignen, sich die Welt wieder anzueignen, neugierig zu sein, sich selbst zu bilden. Und diese Bildung, die geht nur in Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft versuchen andere aufzubauen. Einmal über solche Formate hier, einmal über Refugien, an denen man sich treffen kann, aber auch über eine Plattform, wo man diese Gemeinschaft auch leben kann, wo man zusammen mit anderen gemeinsam wachsen kann. Und diese Plattform heißt Symposium. Und in diesem Symposium kommen die Leute zusammen, um wieder die alte und ehrwürdige Idee der Universität lebendig zu machen, auszufüllen. Wir haben im Symposium 12 Dozenten, die aus den verschiedensten Fachbereichen ihre Bildung, ihr Wissen, ihre Kompetenzen den Menschen auf dieser Plattform schenken und auch gleichzeitig ein Angebot des Gespräches machen, dass man in einem Forum miteinander philosophiert, dass man in einem Livestream miteinander spricht und dass man in exklusiv gesendeten Videos dann seine Sicht auf die Welt präsentiert. Und die Fachbereiche sind sehr verschieden. Es geht von der Philosophie über die Psychologie und die Soziologie bis hin zur Wirtschaftswissenschaft. Aber es ist auch die Sportwissenschaft dabei. Es geht auch um Coaching, es geht um Ernährung und viele weitere Fachbereiche. Von den Dozenten kennt ihr einige schon, Raphael Bonelli, Miloš Matušek, Matthias Burchardt oder Jochen Kirchhoff zum Beispiel und viele weitere mehr. Das Besondere an unseren Inhalten ist, dass es uns nicht mehr nur darum geht, zu analysieren, zu kritisieren und uns abzuarbeiten an dem Narrativ, sondern jetzt auch eine Handlungsrelevanz darzustellen, etwas Positives, etwas Konstruktives in die Welt zu bringen. Jeden Monat wird es ein großes Oberthema geben, unter dem sich dann die einzelnen Fachbereiche und die einzelnen Dozenten versammeln. Im ersten Monat wird es, wie könnte es anders sein, das Thema Gesundheit sein. Das Symposium ist exklusiv. Alle Inhalte, die dort gezeigt werden, werden auch nur dort gezeigt. Was immer im Symposium passiert, bleibt auch im Symposium. Und jeder Dozent wird jeweils freitags einen Livestream selber halten, mit der Gelegenheit, mit den Dozenten und miteinander ins Gespräch zu kommen, sodass sich eben eine Gemeinschaft bildet, die in Freiheit selber Bildung und Wissen teilen kann. Der erste Livestream
ist schon am 6. August 2021. Da werde ich in einer Sendung über Gesundheit sprechen. Und zu diesem Livestream seid ihr herzlich eingeladen mit anschließendem Gespräch. Am 6. August 2021, um dabei zu sein, müsst ihr euch einfach anmelden auf der Seite www.symposium.ws. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns dann im Symposium. Macht's gut. Nur du sollst der Kaiser meines Herzens.